So, und willkommen zurück zum Hammer-Blockbuster-Spiel Homefront. Manu hat sich schon ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe das Ganze jetzt mal abgegeben, weil ich gesagt habe, so viel... Moment. So viel Spaß, Spannung, Nervenkitzel, das vertrage ich einfach nicht. Und deswegen habe ich es abgegeben, weil... Ich will einfach, dass der Marc auch ein bisschen was von diesem Feeling abkriegt, dieser Nervenkitzel, der dahinter ist. Ja. Ich bin Wahnsinn. So froh zu spielen. Dass du dir erstmal Moon holen musst. Holen wir mal Moon. Dann sind wir hier da. Was geht hier ab? Meine Gesundheit ist voll. Was haben wir hier? Ah! Laden wir mal. Ich lese mir das jetzt nicht durch. Ich bin da nicht der. So ist mal ein Selfie. Ich finde so witzig, dass der Typ immer noch die Kamera Telefon drehen? Von den nee. Nordkoreanern benutzt, was? Korean, nein, okay. Korean. Ich wollte eigentlich ein Selfie machen. Okay. Wie lade ich denn nach? Mit X? Ja, mit X. Und du. Oh Gott! Scharfschütze! Das Luftschiff nähert sich. Verzieht euch! Das ist echt. Diese ist nicht von mir. Keine Munition. Ich bin froh, dass ich angefangen habe zu spielen. Ja, was hast du da umgestellt? Ich habe gar nichts umgestellt. Du hast jetzt auf Ultra gespielt. Du bist einfach nur gestellt. Gestellt. Ah. Ja, du kommst mit diesem Nervenkitzel noch nicht klar. Nee, guck mal. Das ist auch das. So, ich probier's nochmal. Meine Gesundheit ist voll. So. Wenn du Steuerkreuz nach unten drückst. Unten. Mark, unten. Dann kannst du dich auch heilen, Mark. So, jetzt aber. Jetzt hau ich den auf die Schnauze. Jetzt ist keiner mehr da. So. Dies ist eine rote aber, da waren doch gerade eben tausende von diesen Typen. Ja, wir sind jetzt... Achso. Ich muss doch jetzt dorthin, oder? Ja. Kommt da keiner mit? Scheint nicht so. Also, ich sag mal so, das Feeling, wo du hier reinversetzt wirst, ist schön. Also ich fühle mich wirklich, als würde ich in der Scheiße sitzen laufen. In dem Spiel oder der Situation? Das Gleiche. Nein, um mal auch mal was Positives zu dem Spiel zu sagen, ja. Jump es ist schon sehr atmosphärisch gemacht, heilige Scheiße. jetzt. Komm schlau. Ja, ich muss es mal reinfinden. Ich habe nicht die Einführungsphase gehabt. Um mal was Positives zum Spiel zu sagen. Ja? Wir haben was gefunden. Oh. Das ist eine Drohne. Bäh. Mach die kaputt. Warum hältst du den Nervenkitzel nicht aus? Nee. Und das ist ein Bilbo. Bam! Gut. Super cool. Das ist aber nochmal so ein Zigeuner. Das ist ein Moped. Das siehst du auf deinem. Ja, ich seh's. Ah da. Ich hab gedacht, ich hätte Zielhilfe verfixt nochmal. Ach du heilige Maria. Jetzt hab ich noch drei Schuss, was mache ich jetzt? Jetzt gehst du hin und messerst den. Exakt. Was machst du jetzt? Den ersten Bolt-Schuss mit drei Schuss. Oder du machst das, ja. Vielleicht nicht gegen den Pfosten. Ja, wenn der dahinter steht. Ey, so ein. Das... Ich hab keinen Bock mehr. Was ist denn jetzt? Das Ding hin. Da ist es. Da war's. Das ach, ist es runtergeglitscht und da kam es. Ah, wie so. Oh shit. Du will ich schon wieder sterben. Das sieht echt schlecht aus. Ja. Ja, ich... Soll ich das machen für dich? Na, ja, nein. Ich heil dich, mal. Ja. Aber ja, Stimpack. Stimpack direkt in die Uhr. Ich habe 5 Kugeln im Kopf, aber... Mach bitte was, weil die Mucke nervt. Swookity. Hier spricht Parrish. Wie sieht's aus? Seid ihr schon beim Sendeempfänger? Bist du schon dort? Parrish, wir sind auf Probleme gestoßen. Wir mussten uns trennen. Einer von uns Probleme gestoßen. Mark trifft nicht.
Okay, ich verlasse mich drauf. Boah. Was rennt er mit einem Panzerfaust durch die Gegend? So, ist halt weg. Na. Guck mal, wir sind... Ja, links. Ja, ich will vielleicht gibt die irgendwo ein bisschen Munition für mich rum. Wirf ihn. Ja, wirf ihn. Ja, jetzt will ich auch sehen, wie die... Burr, motherfucker, burr. Wo ist jetzt die Drohne hin? Die hat gesagt, nö. Ja, das Feuer ist schon schön. Ja, schön. Jetzt komm. Moon. So, wir haben wieder. Hätte ich einfach mal die rufen können. Ein. So, ich bin wieder voll auf munitioniert, das kann es wieder losgehen. Ich war's nicht. Ja, kleine Hänger da drin, ne? Das kriegt man kaum mit. Ich mach mir so behaupten, dass es nicht an deiner Holzkiste liegt. LB. Ja, also. Wobei, vielleicht braucht das Spiel einfach mehr. In diesem Lagerhaus befindet sich ein KVA-Sendeempfänger. Ah, viel Spaß beim Hacken. Oh Gott. Ja, du kennst es. Ich bin Profi-Hacker, ich mach das jeden Tag mit dem Handy. So, Operationsbasis errichtet. So, was muss ich jetzt machen? Oh. Brady? Du irgendwo auf der Karte A drückst. Du solltest den Senderempfänger besorgen, ich bin beeindruckt. So, muss ich mir jetzt einen Weg nehmen. Wir werden von diesen geheimen Informationen Gebrauch machen. Ich nehme an, Parrish hat recht, was dich angeht. Hier an der Wand, ich werde einer möglichen Sichtung von Walker nachgehen. Du solltest dich mit unserer Operation vertraut machen. Wer dahin? Okay. Unser wichtigstes Waffenlager befindet sich in diesem Bezirk. Was haben wir denn? Ned Sharp hat dort erfahren. Was haben wir denn? Du solltest dort mal hingehen und dich vorstellen. Aber das bedeutet, dass eher unsere jetzigen Sachen aufmotzen statt was will ich können. Langweilig. Ich was anderes. Hier spricht Philly Alpha an alle verfügbaren Gewehr. Schießen. Wir müssen ganz unten. Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Ich möchte, dass alle ihre Augen und Ohren offen halten. Jedes Wort, jedes Zeichen, jede noch so kleine Information, wohin sie ihn gebracht haben könnten, meldet ihr. Geil! Habt das alle verstanden? Ich bin gespannt. Laut und deutlich. Bin dabei. Ich hätte gerne einen Aufsatz. Schreit ihr die aus und so? Oh. Nein. Also ich habe keinen. Du hast kein Geld, kein Holz mehr, ne? Das Arm. Oh je. Jetzt guck mal da an die Wand, da an der Wand sind so Poster. An die, an da? Da, genau. Oh. Das sind die Schwachstellen von den Fahrzeugen wahrscheinlich. Und von den Drohnen. Shooties. Shooties. Okay. Oh. Oh, yes. Oh je. Warum ist jetzt das Ding auf? Ah, weil es offen. So, jetzt leg los. Lauf. Lauf, 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 Junge. Ich will ihn töten. Spaß dir für die Norms. Kein Sinn. An von deinem. Das erkennt man auch an dem blauen Laser. Oh, wow. Das ist natürlich nichts, was man kaputt schießen kann. Ja, er lädt einfach. Da ist so ein Fahrzeug, da kannst du es direkt draufschießen. Wo man hinschießen soll. Ist wahrscheinlich hinten. Hinten. Da sitzt kein. Ja, ich müsste doch erstmal gucken, ob da einer Geschütz hockt. Du musst doch nach hinten. Aber das ist ja so fancy hier, dass man da nicht. Junge Vater, ich ist eine Ziege. Alpha. Wo seid ihr? Wir beschaffen den Erbsen-Korridor für Ned. Habt ihr was? Jetzt der Kopf. Parrish will, dass alle verfügbaren Teams Walker zusammen aufrufen. Ja, natürlich, ein schnelles Hack sehen. Du hast wohl. Durch den Kopf in die Maschine. Sobald wir uns diesen Truck mit den Vorräten geklaut haben, machen wir uns auf den Rückweg. Oh, das ist eine Schatzkarte. Schatzruhe. Diese Stützpunkte sind eindrucksvoll. Aber wir glauben zu wissen, wie wir hineinkommen können. Wir haben eine Schwachstelle bei den Lüftungsschächten. Ja, umpumpen. Bringe dort eine Bombe an. Glühbirnen-Schachtel. Zigaretten. Ein paar Leute haben vorgeschlagen, mit einem Motorrad über die Mauer zu springen. Aber dafür muss man ziemlich verrückt sein. Wir haben endlich ein paar Pläne gesehen, an denen mehrere Tunnel in einen dieser Orte führen sollen. Leider konnten wir das noch nicht bestätigen. Du musst es mal reinschieben in den Spieler. Du überfordert mich gerade. Sorry, da ist so viel zu tun hier. Also bereite dich gut vor, okay? Viel Glück, Brady. Ja, komm. Sollst du mir helfen, die Assis? Nein. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du kannst auch zu den einzelnen Leuten hingehen und die irgendwie mitnehmen.
ich davor gesehen habe. Aber ist egal, lauf einfach weiter. Ich sehe nur keinen. Ja, ja, lauf einfach weiter. Ist doch klasse, dass einfach einzelne Soldaten dumm in der Gegend rumlaufen. Ne? Ich finde meinen Trupp nicht. Herr Gefreiter. Was ist mit ihm? Das ist alle von deinen. Hast du es mit an dem Blauen erkannt? Ja. Guck. Echt? Mitglied für den Widerstand werden. Bleib wachsam. Oh, scheiße. Ja, komm, schieß mit. Zivilisten sind unter keinen Umständen. Das sollte man mir vielleicht auch mal früher sagen. Ein gezielter Schuss. Black Hawk down. So, jetzt geht's mir wieder gut. Die KVA-Bot berichten zufolge eine neue Kommandozentrale innerhalb des Trockendocks von Elmtree auf. Ein Scharfschütze. Wenn wir sie einfach herbeispringen könnten, wäre das ein großartiger Weg, Vorräte in die Zone zu schmuggeln. Na, ist er tot oder? Ne, du hast verschielt. Scheiß hab ich. Extrem. Nein, der das ist extrem. Du hast praktisch in alle Richtung geschossen. Ja, jetzt ist erwischt, da sind noch jede Menge mehr. Ja, ich muss ja erstmal hier ein bisschen Überblick. Alles voll. Der ist tot. Der Nuttensohn. So. Jetzt guck schon auf die Minimap. Hey. Brunze echt. Es gibt ja doch mal Feuerschutz. Du musst die Position wechseln. Da sind überall Scharfschützen hier. Over. Aua. Nein. Wenn du das so erkannt hast. Hör auf. Ey, ich hab schon so lange nicht mehr mit der Konsole gespielt. Das ist der Wahnsinn. Alter. Heil dich. Ja. Ja, Jungs, ey, müsst ihr verzeihen, ne? Aber das ist gerade echt räudig, ne? Ja, das ist halt komm! Da brauchst du nicht wundern, wenn keiner uns abonniert, ne? Nur daneben. Ja, schießen. Erobern nicht möglich. Nicht mal erobern kann er nix. Ja, ich schau nach Moon. Ich habe auch noch 125, ne? Ey, du Dummsau, echt! Hau ab! Kann's eh nicht! Muss mich auch nicht noch blocken hier. Da war ein Schneider. Ginge! Jünge! Schnauze, ich will nix hören. Guck mal, er kommt extra näher, damit du ihn auch treffen kannst. Ist aber netter. Bisschen guter. So, und Pants on, oder? Ah, ja, noch ein Grabscher. So, wie kriegt ihr auch so? Oben müssten noch welche sein. Oben, Mann. Oben. Komm, soll ich dir helfen? So, sollen wir es zusammen machen? Fick. Komm, ich halt für dich. Aua! Du Arschgesicht! Wasser! So ein Rotz da aber auch. Oh je. Erwischt. Du Dummsau, die hab ich gehabt. Ja, versteck dich lieber. So, haben wir's, oder? Nein. Oh, aber. Ich glaube, du musst da reingehen. Da ist noch einer. Da ist auch noch mal einer. Ich glaube, du musst da reingehen. Solange bis du da nicht drin warst, kommen da immer mehr. Nein, ich muss die alle killen. Scharfschütze! Geht halt in Deckung! Vor. Danke, Papa. Ja, also ich habe hier die Hammeraufgaben und er... Nee, müssen da aber die Drohnen wegkennen. Da zielt doch ständig einer auf mich. Wo ist der denn? So. Ey, ich warte es nicht. Geht da jetzt rein wieder. So, da runter. Komm nicht hoch. Du hast die Sonne. Das hört nicht auf. So. So machen wir das. Schnell, zielgerichtet. Das ist so unnötig.
Hat du gut gemacht. Die Nox hätten hat das Kopfdock nutzen können, um jede Menge Vorräte und Verstärkung zu schicken. So. Es zu erobern war ein großer Sieg. Ein bisschen Action, ja. Gute Arbeit. Das war jetzt keine Kinder. Naja, das ist schon langweilig. Leer auf. Waffenschrank. Kauf dir mal ein Zielfernrohr. Dann triffst du vielleicht auch was. Andy, hier spricht Philly Alpha. Andy, bitte kommen. Ah, du hast nur 175 Schäden. Hat jemand was von Ihnen gehört? Ihr seht. Ja, das ist auch nichts. Das letzte Mal waren Sie in Andrew. Wieso zum Teufel antworten Sie nicht? So, wo ist das Ziel? Also wir müssen da raus. Dunkel. Ja. Du kannst auch deine Taschenlampe anmachen. Ich weiß nicht. Ich glaube Steuerkreuz rechts. Also ich immer nur auf den nächsten Kampf warten. Ja. Wir haben doch eins geschenkt bekommen, oder? Bauen. Ja klar, das ist die Pistole. Wenn du mal zur Pistole wechselst, zur MP wechselst, und da kannst du jetzt das wieder umbauen, aber es ist eine Pistole wird. Nein, aber wir hatten doch in unserem Mega-Pack haben wir doch. Was? Ja, das ist. Ja, das ist. Ich will es jetzt nicht umbauen. Mach trotzdem mal umbauen. Hast du jetzt schon Bock? Jetzt geht nur zur Pistole. Konvertierung und. Ja, ich muss. Entschuldigung, dass ich einen Xbox-Controller habe und ich weiß, wo RP ist. Das ist schon falsch drückt. Ist ja nicht wahr. Toll, was mach ich jetzt? Ja, vielleicht kommst du damit besser klar. Ich hab gehört, dass das nee. So, wo mach ich die Taschenlampe an? Ja, rechts. Ja. Rechts. Gefunden. Steuerkreuz rechts, so wie ich es gesagt habe. So, das sind doch Arschlöcher rein. Das sind Arschlöcher. Also. Gib den. Gib den in sein Kopf. Ey, da hinten habe ich mal schon weggepumpt. Ach, was ist mit dir? Halt, du bleibst hier. Halt. So, die ist er. Scheiße, hab sie verloren. Ich muss hier weg. Jetzt hier unter meinem Schuss. Tut mich schlecht, du hast mir das. Ich warte drauf, dass man mit so einem Schwert auf dem Boden rennt. Wie so, ja, wow. Wow. Fuß weg. Werte hatten wir die Drohne kannst du auch übrigens looten. Wo ist sie denn? Ja, das ist kaputt. Oh ja, jetzt bin ich wieder schuld. So! Alter, ich brauche noch einen Moment, ne? Super gelöst. Verarscht mich, oder? Ja. Ey. Schieß mal bitte die Scheiben kaputt. Greifen! Aufgepasst! Why no scope? Soll ich habe übrigens Wertsachen verloren. Soll ich dir nochmal zeigen, wie das geht? Oder? Nee. Okay. Das ist mal schöne Ballflach, ne? Kilo, ich habe wenigstens ein paar getroffen. Wisst ihr, warum ich mit dem nicht spiele? Weil du es nicht kannst. So sind wir bei Tag, dann habe ich wenigstens eine Chance. Guck mal. Siehst du den Gegner nochmal? Ach so ist es. Man kann mit beiden knüppeln. Das ist sonst nicht. Ja! Oha! Das ist ein Mutterschiff. Ach du Scheiße, Alter. Renn! Ja, komm, hau auf dich zu. Ne! So, auf die Minimap. Jetzt geh doch mal da rein und mäh die alle um. Ja, mit was? Mit einer MP oder was? Ja. Hm. Läuft bei dir, Junge! Sogar das Spiel kommt nicht mehr ganz klar.
Ich check's nicht, warum das hängt. Ach, leck mich am Boden! Bleib du unter deiner Decke im Schnauze. So. Wir machen jetzt eine Übergabe. Jetzt solltest du mal genau die gleiche Sequenz davon mal auspacken. So. Jetzt gucken wir mal. Druck, Druck, Druck. Ja, da übergibt er mir das ohne Munition, ohne nichts. Er hat jetzt 5 Stück da drin rumstehen. Ja, komm. Scharfschütze. Ja, aber die halt wissen, dass ich fähig bin, deswegen folgen die mir. Greif an! Nee, mir haben sie mehr Vertrauen zugeschustert. Splittergranate! Splittergranate! Du. Komm schnell. Du verarsch mich, oder? Ja, man muss sich zeigen. Wir machen jetzt einen Cut, das ist vorbei. Von das wird euch ein Da links ist einer. Shit. Das ist cool gemacht. Geschenkten Kehlkopfschnitt. Das ist echt cool. Da rauchen. Scharfschützen haben uns im Visier. Wir brauchen Hilfe. Jemand da? Oh, das ist so ein kleines Event hier drüben, wie ich gerade sehe. Wo man jetzt praktisch jemandem helfen muss. Das ist die Stelle. Schalte diese beschissenen, feigen Scharfschützen aus. Aber pass auf dich auf. Komm, Schmidt. Wie viel hast du jetzt hinter dir? 10 Stück oder was? Ja, 3 Stück. Ich hab das alleine gemacht. Ja, war glorreich, ne? Ich bin weit gekommen. Aus dem Haus raus. So, jetzt warte mal. Was ist der hier? Ach, das ist mein Kumpel. Guck mal, da ist so ein Kumpel. Kumpelblase. Butz! Der hat ein Glück. Glück? Ja, ja, der Skill. Skill. Manu, der Skiller. Skill. Trotzdem bräuchte ich ein Medipack, was ich nicht habe. Leicht gelb, damit man auch sieht, dass man es kaputt machen kann. Schachtel. Ich bin froh. Ah. Ja, ey, das ist unfassbar. Jungs, ich da war da kannst du aufmachen, ne? Da, so, Baba. Da. Hm. Kumpel. Jungs. Jungs, rein. Gott sei Dank schon eine Zündvorrichtung gefunden. Jungs. Es sind nette Typen, ja, aber super penetrant. So. Mal schauen, ob ich den wieder richtig nice messern kann. Oh, eine Tussi. Ja, jetzt rauszu. Also, ja, du nett. Ich hab's. Nein, jeder hat es weg. Okay, lassen wir das. So, ich habe jetzt den Radioturm oder was ist das? Was kann man hier machen? Radio Turm. Nee, ohne Spaß, was kann man hier machen? Du bist der Skiller. Ja, Skiller, das heißt nicht, dass du mir nicht... Tschüss, los. Die Lemminge, oder? Ja. Ist doch den Scheiß egal. Oh, ich spring runter. 5 Meter. Kannst du den anwerben. Dumm Dödel. Die Sache ist, hier, guck mal, jetzt ist ein Radio, aber ich weiß nicht, das ist irgendwo hier oben. Wenn ich jetzt aber reinlaufe, dann kassiere ich. Dann lasse ich das. Heil dich, Manu, heil dich. Nee, ich kann mich nicht heilen. Ach, schade. Du bist so scheiße. Aber kein Problem, guck mal, da liegt ein Medipack. Ich nehme das einfach. Dann heile ich mich. Und jetzt gehe ich mir das Radio holen. Mhm. Mhm. Oh, ich sehe gerade, wir nehmen gar nicht auf. War ein Witz! Das ist witzig. Ja. Ich habe ein bisschen Panik bekommen. Ich habe gedacht,
dass man meine die ganze Welt weiß nicht, wie schlecht du bist. Und Gedanken. Das Klassikradio reingemacht, ne? Ja, jetzt lass mich. Oh, hier dieser verdammte Scharfschütze ist, der regt mich nämlich ein bisschen auf. Ich seh ihn halt auch nicht. Schieb mich doch nicht hier rum. Hallo! Heiland, zack. Ach, da oben ist er doch. Ich hab mich fast erschossen, wir müssen gut vertuschen, dass du nichts triffst, ja, ja, oder? Sag dir, wie ich das treffe. Zum Glück weiß ich ungefähr, wo ich... Dezente. Yeah, Brady, hat der eigentlich? Alle erwischt. Oh, so spielt der auch immer am PC. Ich spiele übrigens gerade am PC. Nur so zur Info. Ja, ist ein scheiß Controller in der Hand. Jungs, ich komm nicht mehr. Weißt du, was mich richtig nervt gerade? Ja, dass ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Nee, mal abgesehen von dir. Diese Musik. Du meinst dieses ganz dezente... stressig. Du bist ja an der Revolution, da ist nix entspannt. Ja, aber man ja, muss... Ja, das ist Feeling. Doch, das ist Feeling. Hast du dich vorher auch? Ja. Oh, nice. Oh, hier geht's ab, Junge. Ja, Junge. Herzmedaillon. Guckst du dir an? Ich finde das auch sehr realistisch gemacht. Ja. Also, das ist schon... Ich weiß nicht, ich glaube, sie haben seit Homefront 1 nichts geändert, habe ich das Gefühl. Hier mal die ganzen Glitches drin, glaube ich. Und diese Musik, ne? Kann mir das nicht anhören. Oh. Oh. Ist das ein Wohltag? Silenzium. Ja. Machen das Ganze einfach ein bisschen dezenter, ein bisschen entspannter. Sag nichts, lauf einfach. Da stehen doch zwei. Nein, nein. Die sind sich sehr nahe. Doch. Nein, das gehört so. Jungs, ich komme nicht raus, wenn ihr da steht. Mann. Ich mache jetzt einfach Trick 17. Oh. Nagelhaufen. Wieder heim, oder? Nagelhaufen. Leute, das machen die Absicht. Kommen da nicht raus. Das sind andere Spieler, die trollen. Ja, jetzt. Man kann ja jede Menge Zeug finden, so wie bei Dying Light. Und... Ach, deswegen war hier auch die Schatzkiste. Nee, ist hier oben. Oh, jetzt fängt es an zu regnen, oder? Ja, Tatsache. Schön. Das sieht schön aus, ja. Schön. Sehr schön. Gut gemacht. Aus, ja, ja, man kann auch ruhig mal loben. Ich würde sagen, an dem Regen saßen sie 4,5 Jahre dran, der Rest haben sie in einem halben Jahr schon zusammengebaut. Der Regen muss gut sein. Oh, was ist das hier? Eine Falle oder? Pakete, Tölker. Kodora. Ich nichts verstehen. Ich Ausländer. Jo. Ah. Widerstandslager entdeckt. Moped. Kodora. Gib mir das. Halt's mal ein bisschen, oder? Holbo! Hier kann man kaum atmen. Jungs. Jungs. Gibt ein paar bauliche Schwierigkeiten am Ende von Tunnel 7. Nein. Wir haben etwas schon. Der rennt aber schnell. Du bist so ein Bad Boy. Krass, ne? Die Schilder, die sind gar nicht da. Wir haben Informationen, dass die KVA dieses Pharma-Gebäude als Waffenlager nutzt. Ah ja. Geh dort hin und geh nach, was du willst. Hey, endlich einen erwischt. Nach 5 Anläufen. Mann.
Ja, man kann es durchaus besser machen. Ja, ein bisschen. Also, da schnimm mir viel Platz nach oben, ne? Ist nicht so, dass ich gerade eben an ihm vorbeigeheizt bin. Und oh, cool. Ich bin abgefahren, hast du gesehen? Der Flügel? Ja, super. Ja, ich muss ja auch. Ja, nee, ich sag ja, super. Wahnsinn, ne? Du meinst, ich sehe Bongo Bongo? Ja, das ist... Ich möchte gern geil. Möchte gern geil, was ist das denn? Ein Skill? Das wollte ich schon sagen. Ein Skill wollte ich schon sagen. Weil du weißt, dass es so ist. Gibst du euch zu? Mhm. Burn to the USA, burn, bad dog. Naja, hast du vorher schon gemacht, ne? Copycat. Ja. Es ist nicht so einfach, da einfach mal hochzuspringen, wie du siehst. Oh je. Ich flipp gleich. Oh je, wenn ich das sehe. So, baba. Lass es doch einfach bitte, nee, da krieg ich nee. Krebs, Alter. Jetzt ist irgendwann, also, nee. Probier's mal von hier aus. Vielleicht glitscht er nach oben. Probier's von hier aus. Warte, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich flieg gleich aus. Jetzt warte, lass es mich doch noch einmal probieren. Ja, hier gibt's nichts zu sehen. Man hätte ruhig auch mal so ein paar Schlösser einbauen können oder sowas. Wo man knacken kann. Wer ist denn? Wo ist er? Wo ist da er? Steht er doch, da! Da ist er doch. Der macht die Augen auf. Ach so, Baba! Oh, Jesus. Ich fände es doch geil, wenn so ein bisschen Gehirn noch dran hängen würde. Ja, okay, das ist so. Guck mal, der hat noch... sogar noch... Der ist so gewalttätig umgegangen mit seiner Knifte. Wahnsinnig, ich gehe da jetzt einfach rein. Puh, Kopie, oh. Lass uns loslegen. Okay, das sind jetzt Freunde, hat er gesagt. Wir sind nur die Kumpels. Wir sind auch Kumpels. Das ist ein Gegner. Nee, wir sind Schlumpelbock. Wir sind auch Kumpels. Ich finde es schön, dass es so ganz subtile Hinweise gibt. Kommt hier rein! So auf irgendwelche eventuell coolen Sachen. Ich will einfach, dass du ein bisschen Waffen neue kriegst oder so von den anderen. Wieso sind jetzt gerade aus dem Spiel gegangen? Gestupel, schnell bitte rein wieder. Das war jetzt zu viel. Ich bin ja froh, dass wir wieder da sind. Das ist, weil du das Spiel die ganze Zeit kritisierst. Ich halt's das mal. Das war jetzt halt die Rache. Ich hab mich jetzt raus. Guck mal, wir können ja auch irgendwas bauen hier. Schau mal. Ja, was ist denn das hier? Sprengstoff. Okay, kann man noch nicht bauen, aber das können wir bauen. So, vielleicht können wir jetzt hier auch oben irgendwie was... Ist das vom gleichen Ding? Nee. Vom gleichen Entwickler? Nee. Nicht, dass du wüsste zumindest. Ich meine, ich bin ja ein starker Fan von Dying Light. Cool. Ja, klar. Es kommt halt keiner. Da hinten war einer, da links in dem Haus, in dem Loch. Ja, das sind unsere. Also meine sind so. Das sind Kumpels. Wir sind gute Kumpels. Super. Ich sterbe wenigstens im Gefecht und springe dann irgendwo nach Hause runter. Jetzt hast du 14 Wertsachen verloren. Also es ist, ich finde ein wenig anstrengend. Es ist nee, echt ich finde einfach, Alter, das was ich bei Uncharted... Wir sind wieder am Anfang. Oder was? Nee. Nee, das ist ein anderes Quartier. Ja, okay. Ich muss einfach sagen, das ist ein bisschen, da fehlen mir jetzt wieder die Sequenzen ein bisschen. Also so ein paar, weißt du, zwischendurch so jetzt, ey, jetzt haben wir den Checkpoint erreicht, wir müssen jetzt dort und dorthin gehen. Ja, wir müssen ja nur zum Ziel irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wo das ist, das Ziel, aber... Ach, guck mal.
kann man sich hier mit diesen Punkten kann man sich Sachen kaufen. Ferngesteuertes Auto. Sprint das Ding. Das machen wir jetzt. Ja, Moped und Motorradfahren. Aufsätze. Guck mal, jetzt kann man hier zwei Beinen. Ja, das ist gut. Was brauchst du zwei Beinen? Keine Ahnung, ich wollte es noch haben. Ah, schon ein Zielfernrohr geholt. Upp. Ich brauch das nicht. Ja stimmt, du bist ja der Skiller. Der Skiller braucht das nicht. Jetzt pass auf, lass mich hier mal das Auto probieren. Da habe ich jetzt Bock drauf, mit dem Auto irgendwo in der Gegend rumzuheizen. Wenn ich hier rauskomme. Das ist tatsächlich der Anfang. Guck mal, das ist echt der Anfang. Mark, ich glaube, das ist der Anfang. Sind wir am Anfang? Habe ich gerade gemerkt. Guck mal schon auf der Karte. Wobei wir wissen nicht mal wo. Nee, was ich jetzt gerne machen würde, wer hier rauskommt. Ja. Das sind Gegners. Sind da hinten welche? Ich greife noch! Greift jemand an, ja. So. Ich dachte gerade, das ist eine Leiter, aber das ist gar keine Leiter. Das ist nur Wand. Kommt, da hinten war doch ein Gegner, oder? Da steht doch einer. Richtig? Wow. Oh. Ein bisschen was mit der Drohne. Oh, cool. Oh, schön. Letztes Band, oder? Ach, du hast noch ein paar. Ja, ich hab richtig. Gib mir das. Gib mir das. Wo ist es jetzt? Ich seh's, Moped, nicht. Du wirst angeschossen. Ja, ja, ich seh's. Links, hinter dir, hinter dir. Ich bin dann wieder Manu, aber ich würde sagen, wir sind stark gestorben. Wo ist jetzt das Moped hin? Du hattest doch gerade eine Hand wieder. Ja, ich weiß, aber jetzt ist es weg. Warum sind wir denn überhaupt am Anfang wieder? Das wird mich jetzt am meisten... Ich glaube, das ist der Anfang. Mir ist doch egal, aber ey, echt. Ich will jetzt nur wissen, wo jetzt... Mir ist das Lunde. Vielleicht ist es hier, dass man jetzt hier durchwechseln kann. Guck mal, hier, ja, ja, hier. Siehst du, da ist das Auto bei RB, also da unten. Ich weiß nur, wie man da hinkommt. Kannst du durchswitchen? Versuch's mal. Ich hab's gleich. Geh nochmal auf. Das macht mich wahnsinnig. Hier mit obere die Taste da halt. So, jetzt versucht. Ah, und was ich auch noch kann, jetzt auch noch mal. Das hab ich auch noch nicht. Meine Güte. Ah. Kann ich das jetzt hier das zwei. Ah. Geiles Ding. Kann ich nicht entscheiden. Super. Hm. Das ist auf jeden Fall schon mal hier, oder? Die haben hier voll die Action, weißt du, und ich weiß nicht, wo es abgeht. Diese Musik. Oh, ja, die ist super monoton. Ach, leck mich am Arsch. Sorry, ich wollte nur GR sein, gell, aber manchmal rutscht man sein Laune. Ich hab's gleich. War Schaltschild. Ihr habt Zeit. Ihr habt heute nichts mehr vor. Ich weiß nicht, wie es mit ihr steht, aber... Ja, Alter. Oh, ja, aber die. Oh. Oh, jetzt hab ich aber grad. So, okay. Das ist super, dass er so grüne Gülle aus dem Boden spritzt. Das ist mit ihm. Hallo! Ja, ist, nee, da kommen immer neue. Das ist ein Spawnpunkt. Es war jetzt toll, dass der Flügel wegfallen ist. Zivilisten ist der Zutritt untersagt.
Ey, aber zu mir was sagen? Willst du mich verarschen? Guck das mal an. Ja. Heil dich mal, wenn du Zeit hast. Gut, danke. Von wo? Ach, von da oben irgendwo. Gut. Nee. Oh, Hilfe. Doch, da, doch, irgendwo vom Turm, da hast du recht. Hilfe. Na, lauf einfach. Nee, ich glaube nicht einfach, ich weiß, wo der Penner ist. Der Cocksucker da, du stirbst oh, gleich. Oh Mann! Ja, zieh halt mal. Da ist er. So ein Arsch. Das ist ja lächerlich. Witzfigur. Raus hier. Jetzt wird aber gleich jemand wild hier. Ja, also komm. Oh Gott. Fuck. Fuck. Das ist wieder kein Ding. So. Wo ist dieses Audule? Karl-Jünze. Karl-Jünze. Sei vorsichtig, Brady. Auf diesem Apartmenthaus befindet sich ein Scharfschützennest, das den Weg zum nahegelegenen Stützpunkt überblickt. Wenn du es ausschalten könntest, hätten wir einen großartigen Aussichtspunkt, der uns für die weitere Ausbreitung der Zone aufhört, von großem Nutzen ich mir mein Ohr raus. Boah. Ey, wo ist denn dieses Auto hin, das mich mit angegriffen hat? War doch hier. Was macht er da unten eigentlich? Ausflippen. Der hört auch die Musik. Ich blute! Oh, oh. Na? Der sagt nö. Ist ja mega. Jetzt werde ich schon von irgendwo getroffen von da hinten. Scheiße, wo sind sie hin? So klar aus. Okay. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Ich will mal wiederbeleben, wenn das geht. Beziehungsweise... Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen. Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Cluster abgefeuert werden können. Vielleicht kann man direkt da rein. Weil das so ein geiles Versteck ist. Ha! Guck. Ich will ab. Alles rein. Das war wichtig jetzt. Warum ist trotzdem noch die Kamera so komisch? Taschenlampe brauchst du nämlich. Es wird schon wieder dunkel. Okay, du schießt mir mal besseren Darm. Nee, ich will jetzt ehrlich gesagt mit dem Auto über das Video sprechen. Wow. Du verdammt! Das ist schon weh, du. Wie er weggeflogen ist. Oh je, wie ist das? Was machen die Dinger eigentlich? Nichts, oder? Die scannen. Ja und? Ich habe immer Schiss gehabt von den Dingern, der passiert diese MGs unten dran. Müssen wir dem denn mal sagen. Mit dem MG kommt es besser. Oh, das ist einer von dir gewesen. Ja. Abgefahren, Korean. Da kommt ein dickes Ding links. Das ist wahrscheinlich der große Bruder von dem kleinen Ding und das flippt jetzt komplett aus. Ja. Hat mein Bruder angemuckt. Ja, das ist irgendwie ein Mutterschiff. Ganz ehrlich, irgendwie bockt es mir gerade überhaupt nicht. Das ist... nee, ehrlich, ich finde, es ist immer das Gleiche. Langweilig gerade. Du bist... Wir spielen ja noch nicht so allzu lang, aber ja, was nervt diese mich, Motivation was ist am Anfang mich, nicht was da. Nervt mich tierisch. Wir wollen es echt nicht schlecht machen, aber das nervt. Das ist da. Nee, ehrlich. Du rennst ja, vor, tötest irgendwas. Jetzt spiele ich noch eine Runde. Das nee, ich hab echt keinen Bock mehr auf den Scheiß.
Das nervt mich tierisch. Das ist einfach nur langweilig wie die Sau. Ich mach's jetzt nochmal. Jetzt sind wir hier. Ja. Du schlägst ziemliche Wellen, aber werd nicht übermütig. Bereit, wenn du... Was? Ich halte den... Mein Gott, gibt's, ey. Oh, da gibt's keine andere Musik, ne? Nicht wirklich, ne? Ja, weißt du, oh Mann. Das Problem bei dem Ding ist, es ist immer die gleiche Location. Nur die Fässer anders hingestellt oder sonst was. Da ist nichts anders. Ja, da waren wir ja vorhin. Ich rede aber jetzt nicht davon, sondern allgemein. Das, was wir jetzt alles durchgelaufen haben, ist immer gleich. Kaputte Stadt halt. Kaputt. Das Spiel hat auch super schlechte Kritiken bekommen. Okay, ich werde versuchen. Da ist ein Scharfschütze, der auf dich schießt, gell? Scheiße, wo sind sie? Ich schieße! Ja, aber nicht zu Unrecht, ganz ehrlich. Ich meine, ja, es ist eine schöne Aufmachung so. Und ja, der Trailer war auch ziemlich geil. Und hat Bock gemacht, das zu spielen. Und war auch so, boah, geil. Nordkoreaner kommen, natürlich die bösen Nordkoreaner. Was zum Fick? Wo gehst du hin? Ich brauch dich! Was machst du denn? Ja. Müssen wir jetzt sagen, dass wir aufhören. Weil er mich hier anfüßelt. Berührt, Verzeihung. Also wir gehen jetzt in den nächsten Sektor und bringen die nächsten um. Ja, sowas natürlich. Diese Animation ist echt cool gemacht. Ja, aber das ist heutzutage echt... Das ist heute, ja, aber was soll ich machen? Ich habe keinen Scharfschützen. Sie stehen neben dir. Die stehen da alle auf der Straße rum. Nein, da ist ein welcher von dir da drin. Du musst wahrscheinlich die zwei. Ich wollte ihn eigentlich nicht werfen. Aber ich Nee, das Ding trifft nicht. Das trifft einfach nicht. Halt's Maul. Scheiß Gewehr. Kein Sinn mehr. Ey, ich will ständig mit R1 springen, echt. Was noch? Wo ist denn hin? 12 Uhr. Das Spiel macht mich auch nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Total. Das stresst mich. Das, aber, nicht, Musik, aber nicht positiv nervös, sondern stressig. Super stressig. Bin mal da. Ey, ob du nicht immer wegrennst von mir, Alter. Die wissen, dass du wieder spielst. Nein, ich will ihn rekrutieren. Oh, das ist der Markt, den will ich nicht helfen. Die Fresse. Den will ich nicht helfen. Komm mit, lass die Tüte da. Kannst du mal kurz auf Start gucken, was gerade dein Objective ist eigentlich? Oder auf irgendeiner anderen Taste? Geh mal dahin. Ja, das mache ich doch gerade die ganze Zeit. Ja, das ist mein Hauptziel. Und schon angekommen. Wow. Eine Klingel. Eine Klingel. Das war das geheime Zeichen. Ach so. Wir können es nicht riskieren, Männer zu verlieren. Wir sind sowieso so wenige. Alter. Und kalt und von ekliger Gestalt. Hoffen für die Zukunft. Danke. Wie sieht's drüben in Holstein aus? Alan meint, hier gäbe es keine Spur. In diesem Raum ist ein heftiges kleines Funkgerät drin. Weißt du, mit einer Antenne im Keller. Angerufen und gesagt, dass du vielleicht kommen würdest. Krass, Antenne. Die wurde von Nordkoreanern gebaut. Versuch Connor zu erreichen. Frag, ob er die Küste kontrolliert hat. Vielleicht haben sie sich verlaufen oder hängen. Junge, du machst doch den Job selber. Wenn er Zeit hat, soll er sich ein Motorrad nehmen und nachsehen. Entschuldigung, Brady. Ich bin übrigens Ned Sharp. Ich kümmere mich um das Waffenlager hier.
Aber wie ich schon sagte, ich habe eine Patrouille verloren. Sie sind einer Spur nachgegangen. Meine Waffe hat nichts leer. Sie sprachen von einem Konvoi, dann brach die Übertragung ab. Jede Information über Walker ist wichtig. Wir müssen herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Es suchen schon einige von ihnen, aber das Gebiet ist riesig. Du musst nach Haus und uns bei der Suche helfen. Ich glaube, das ist gerade innen auszusehen wie ein Depp. Ich versuche die ganze Zeit, sie zu erreichen. Vielleicht blockiert irgendwas ihr Funkgerät. Ned, ich gebe mein Bestes. Was ist das? Schmal Gibson. Oh, so können manche Leute nicht sein. Da fehlt nur noch ein Tomahawk und die amerikanische Fahne. Und Kämpfen ist zweifelsohne nicht einfach. Aber was ist die Alternative? Ein Sprengstoff, lassen Sie gepanzert gegen die Fahrzeuge oder Drohnen effektiv ausschalten. Dann gib mal ein bisschen länger. Alter Schwede. Ja, es ist schon alles hoch. Oder nicht? Das ist doch alles so. Nein, das ist meine Auflösung. Ja, dann mach halt. Jetzt haben wir die ganze Zeit nur in Full HD aufgenommen. Ja, tragisch. Das hat im Spiel wirklich was abgebrochen. Das war jetzt wirklich schlimm. Das ist völlig egal, weil das macht das Spiel nicht besser. Oder schlechter. Nein, ich wollte bloß gucken, ob irgendwie die... Kaputt. Ja, du glaubst mir nicht, weil ich das sagt das schon. Hier spricht Philly Charlie. Andy sucht dich. Noch immer kein... brutaler Unterschied. Die alte ist noch hässlicher als vorher. Geh da raus, Brady. Mit jeder Minute schwindet unsere Chance, Walker zu finden. Ach, mein Gott, immer dieser Druck. Diese Aufgaben für den Widerstand ab und verdienen die zusätzliche Geld. Warum hängt denn das immer? Was ist denn mit dem Spiel los? Mit ihnen kannst du sowohl Fahrzeuge als auch Soldaten wegpusten. So bekommst du eine Chance gegen diese verdammten APCs. Geh einfach raus und mäh die alle. Wieso haben sie sich nicht zurückgemeldet? Das wird eine Sonne. Wir sehen uns in der Basis. Brechen wir auf. So, drei Jungs am Start. Eure Mädel. Zwei Schwänze. Boah. Brady, hier spricht Ned. Je weiter wir uns verteilen können, desto größer ist unsere Chance, Andy und seine Männer zu finden. Ich markiere dein Zugriff auf deinem Handy. Solltest du irgendwas finden, muss ich davon erfahren. Nein, wir nicht helfen dir die Computer. Wie bei vielen anderen Spielen. Hinter so Sprengstoff, gell? Das ist ein Power ist mal rum, wieder. Dann würde die Munition ausgehen. Der kann Stehball da wegspringen. Der Gegner, der wurde schon. Das ist halt so das Klassische, worauf viele gerade stehen. Nur Leute umbolzen und sonst nix. Darauf stehe ich auch. Aber es soll Spaß machen. Und halt einfach die Musik alleine. Verschafften schon einen psychischen Hänger. Psychischen Scharfschützen. Nö. Über dir. Exakt da. Ja. Wow. Wir sehen uns in der Verstanden. Wir können mal so ein Sprengling hoch. Muss hier weg. Verstanden. Ja, ganz ehrlich, sie haben einfach Homefront 1 genommen. Bisschen schickere Grafik drüber gelegt, eine andere Story drumherum gebaut, wobei arg viel anders ist die Story auch nicht. Bisschen was verändert, bisschen was gemacht und ja, man hätte da wirklich mehr draus machen können. Leider ein vernichtendes Urteil. Weil ja, ganz ehrlich, ist es so. Tut uns leid, wir hätten gern positiveres gesagt, aber nee.
wie gesagt, sind zwei, drei Sachen zu drin. Sind echt cool, die macht Spaß, das ist schön und so. Ja, aber die Optik ist mir eigentlich relativ, ist mir eigentlich relativ egal, aber das kann ich mir wird schon auch ein bisschen sehen. Aber, oh! Oh! Das war cool. Ja, ich hab nicht gewusst, was ich mache, aber ich hab's gemacht. Oh, jetzt kannst du das machen. Ja. Der kam jetzt aus dem Nichts. Ja, das war jetzt auch das. Gut, das war das Stichwort. Wir machen ein kurzes Review drüber. Ja, wir machen uns mal Gedanken, dann machen wir nochmal ein kurzes Review drüber, zählen nochmal Pro und Contra auf und zählen dann nochmal Contra auf und. Contra würde ich nicht vergessen und dann. Ja, noch ein bisschen Pro und Contra. Contra sollten wir uns auch nochmal angucken, genau, und dann passt es. Also Jungs, genau. Mädels, macht's gut.